Und schön, dass ihr wieder da seid, hier auf Traumhaftes Stempeln. Ich bin Kira und ich möchte euch heute meinen Beitrag zum Bloghop vom Team Kreativstempel zeigen. Ich durfte mir dieses Mal das Thema aussuchen und ich habe mich zu einer Endloskarte entschieden. Man könnte meinen, dass jetzt zur Weihnachtszeit auch Weihnachtskarten kommen, aber da bei uns noch sehr viele Geburtstage anstehen, habe ich gedacht, ich mache eine Geburtstagskarte mit unserem Designpapier Tintenkunst und dem passenden Stempelset Kunstvoll koloriert. Die Endloskarte, finde ich, ist total tricky, dass, wenn man sie sieht, man weiß erst gar nicht, wie das funktioniert, aber es ist wirklich total genial. Man hat halt erst die erste Seite, da habe ich mich wirklich für die Geburtstagswünsche entschieden, dann klappt man sie auf. Ich habe die Felder, die jetzt kommen, sehr dezent gelassen, weil ich es liebe, in Geburtstagskarten noch Sprüche und Ähnliches reinzuschreiben und dafür habe ich mir hier diese Flächen gelassen. Man kann das aber auch noch weiter ausdekorieren, wenn man möchte. So, man kann die Karte dann noch weiter aufklappen und man kann sie nochmal aufklappen. Das heißt, wir haben drei Flächen dann noch für Texte. Und wenn ich sie wieder aufklappe, lande ich automatisch bei zum Geburtstag beste Wünsche. Das ist also richtig genial. Man klappt quasi immer weiter auf, immer weiter, immer weiter, immer weiter und landet wieder am Anfang. Genau das wollen wir jetzt nachbasteln. Das ist vom Prinzip her gar nicht schwer, deswegen fangen wir auch gleich mal an. Ich habe mich bei diesem Designpapier bei der Grundkarte für Savanne entschieden. Ihr könnt aber gucken, welches Designerpapier ihr nehmt und wie ihr das Ganze dann gestalten möchtet. Alle Maße und was ihr wie oft braucht, stelle ich wie immer noch auf meine Homepage. Aber hier fangen wir doch jetzt gleich mal an. Also als erstes nehmt ihr euch euren Bogen zur Hand und müsst vier Stücke in 16 x 8 cm schneiden. Dazu müssen wir das Ganze natürlich aufklappen. So, 16 cm. Jetzt ist es auch wichtig, je genauer ihr jetzt arbeitet, desto besser wird das Ganze hinterher funktionieren. Ihr werdet auch gleich sehen, mit einer Karte kommt ihr nicht ganz hin, aber das ist gar kein Problem. Dann nehmt ihr euch noch, also mit einem Bogenfarbkarton, dann müsst ihr euch einen zweiten zur Hand nehmen. Weil wir haben das Ganze einmal, zweimal, dreimal und der vierte wäre zu schmal. Das passt nicht ganz. Also könnt ihr euch noch, wenn ihr habt, zum Beispiel ein Reststück nehmen. Ich habe hier noch ein Reststück, das kann ich super dafür verwenden. Mal 8. Das ist auch alles, was ihr in Savanne braucht. Mehr brauchen wir davon nicht. Und wir wollen diese vier Teile jetzt einmal falzen. Und zwar falzen wir das bei der kurzen Seite bei 4 cm, also genau mittig. Und dann noch einmal bei 4 cm und bei 12. Ihr könntet es auch umdrehen und auch wieder bei 4 cm, das wäre das gleiche. So. Wieder kurze Seite 4 cm, lange Seite 4 cm und 12 cm. Ein drittes Mal. Kurze Seite 4 cm. Lange Seite 4 cm und 12 cm. Und ein letztes Mal. 4 cm. 4 cm. Und 12 cm. Den könnt ihr für den Augenblick an die Seite legen. Jetzt ist es ganz wichtig, es wirklich in beide Richtungen schon mal ganz gut durchzufalzen. Je besser ihr das jetzt falzt, desto besser wird das Ganze hinterher auch wirklich flutschen und funktionieren.
Hier fehlt mir das, glaube ich, noch so. So, wenn ihr das fertig habt, habt ihr das Schlimmste eigentlich schon geschafft, was die eigentliche Grundkarte angeht. Ihr nehmt euch jetzt zwei Stück davon, legt sie wirklich richtig schön passend schon mal nebeneinander. Und das sind ja dann auch die Gesamtmaße eurer Karte. Jetzt macht ihr in die vier äußersten Ecken, also ich mache es erstmal in einem Stück, Tombow rein. Und hier auch. Dann nehmt ihr euch die anderen Stücke und legt sie genau Kante an Kante hier einmal an. Ihr müsst hier wirklich gucken, dass ihr ganz sauber und ganz genau arbeitet, damit das hinterher auch alles so funktioniert. Das zweite Stück legen wir hier neben gleich. Und legen das hier einmal richtig schön Kante an Kante an. So, passt noch nicht jetzt. Jetzt machen wir den Tombow auf die anderen Ecken. Und legen den zweiten Karton auch hier einmal drauf und kleben ihn fest. Guckt, dass die Ecken richtig schön sitzen und kleben. Denn das ist das, was die Karte quasi zusammenhält. So, wenn ihr jetzt guckt, jetzt funktioniert unsere Karte schon, denn wir können hier aufklappen. Ich mache das auch und ich gehe dann einmal gleich bei und falze das einmal noch komplett lang. Wenn wir das so haben, wir das auch einmal in die Richtung. Einmal in die Richtung. Einmal in die Richtung. Und wieder einmal in die und dann sind wir einmal rundherum. Wir brauchen jetzt quasi vier verschiedene Designs, die wir gestalten wollen. Ich habe mich für zwei Bögen von dem Designerpapier entschieden und für zwei verschiedene Muster. Ihr könntet aber auch das gleiche nehmen oder unterschiedliche. Man sieht, die habe ich gleich gemacht, weil die zwei Klappen ja die gleichen sind. Und die sind dann nochmal wie am Anfang. Ich mag das gerne, wenn ich von dem Savanne wirklich noch ein bisschen sehen kann. Deswegen habe ich das mit ein bisschen kleinen Abstand gemacht. Wir schneiden jetzt als allererstes das Designerpapier für diese erste Seite zu. Und zwar haben wir hier zwei lange Stücke in 7,6 x 3,6 und dann brauchen wir 8 x 3,6 x 3,6. Das heißt, ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe mir einen Bogen in 3,6 x 3,6 schon zurechtgeschnitten. Hierbei mache einen dann, also kürze das einmal auf 7,6. Gucken, ob das Stück hier noch reicht. Ja, das reicht auch noch für 7,6. Und schneide mir nochmal 3,6. Und brauche jetzt meine 8 kleinen Stückchen. Zwei, drei, vier, fünf.
6. Und 8. Den Rest lege ich beiseite, das brauchen wir gleich noch. Aber ich würde sagen, wir kleben jetzt erstmal alles auf die erste Seite auf. Dazu nehmen wir natürlich wieder den Tombow. Ihr könnt das entweder aus Papier kleben oder ihr könnt das hier drauf anbringen. Bei dem Design gibt es eigentlich keine festgelegte Richtung. Wenn ihr aber eins habt, wo etwas oben oder unten sein kann, müsst ihr ein bisschen beim Schneiden und beim Aufkleben darauf achten, dass ihr das alles passend macht. Bei den Stücken habe ich mich jetzt immer ein bisschen dran lang gehangelt, dass das farblich so ein ganz bisschen immer zusammenpasst. Aber ihr könnt das natürlich auch ganz bunt würfeln, wie ihr das gerne möchtet. Ich finde das Design am Papier richtig schön, weil es halt auch noch diese goldenen Akzente drin hat. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen besonders und lebhaft und ich finde auch einem Geburtstag richtig schön angemessen. Nehmen wir das. Diese Innenflächen machen wir übrigens als allerletztes. So habt ihr schon mal das erste Teil fertig gestaltet, fertig designt. So, jetzt klappen wir das Ganze erstmal in die erste Richtung auf. Und ihr seht, wir können jetzt hier entweder 4 lange und 4 kurze Stücke nehmen oder ihr nehmt wieder 2 lange und 8 kurze. Wenn ihr meine Beispielkarte seht, habe ich hier 2 lange und 8 kurze genommen. Und das hat einfach nur den Grund, weil ich die Streifen alle so zurechtgeschnitten habe und ich hätte zu viel Verschnitt, wenn ich die dann einmal andersrum machen müsste. Deswegen habe ich mich bei der Variante einfach für 2 große und 8 kleine wieder entschieden. Aber das könntet ihr halt auch, indem ihr 4 große und 4 kleine macht. Ganz wie ihr das möchtet und wie euer Designerpapier ist. Das ist wie gesagt auch so ein Bogen aus dem Set. Auf der Rückseite wäre es so schön quietsche-orange. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich fand hier in der Karte das mit dem Gold nochmal ganz cool. So, wir schneiden einmal 3,6. Zweimal 7,6.
wieder 8 mal die kurzen Stücke in 3,6. 1, 2, 3, 4, 7 und Nummer 8. Das könnt ihr für den Augenblick an die Seite legen. Und jetzt kleben wir wieder alles einmal auf. So, wenn ihr nochmal guckt, so rum hattet ihr die Karte. Bei mir ist es ja wie gesagt nicht ganz so wild, was oben, was unten ist. Ich gucke nur, dass alle Streifen in eine Richtung zeigen. Aber wenn ihr etwas habt, wo oben und unten ist, müsstet ihr jetzt wirklich schon aufpassen. Ja, die hätte ein Stück weiter hochgekonnt, aber alles gut. Das nächste Feld, was ihr jetzt umklappt, ist quasi in diese Richtung. Und ihr seht, jetzt stehen hier zweimal diese Bereiche. Das heißt, ich würde die vier jetzt auch wieder mit dem goldenen Designerpapier machen. Und das heißt, wir schneiden wieder 4 mal 3,6 mal 3,6 cm zurecht. So.
So, das kleine Stückchen kann an der Seite. Und das kleben wir jetzt auch wieder auf. Also die Karte ist nicht schwer, sie hat halt nur jede Menge Flächen, die beklebt werden möchten. Auch hier gucke ich wieder, dass meine Streifen alle in eine Richtung zeigen. So, und last but not least knicken wir es noch einmal um und haben dann quasi unsere letzte Seite. Hier brauchen wir definitiv 2 längliche und 4 kurze, beziehungsweise 8 kurze, 4 für jede Seite. Ich habe ja beim dritten Mal wieder das Design mit den Blumen genommen. Hier hatten wir auch irgendwo noch ein Reststück da. Es ist abgehauen. So, das heißt, wir brauchen wieder 7,6 cm zweimal. Nummer 1. Nummer 2. Und 8 mal 3,6 mal 3,6. Sieben. Und 8. So seht ihr übrigens auch, wie ich bei meiner Karte vorgegangen bin. Ich habe sie mir wirklich genommen, habe Seite für Seite alles extra designt. Ihr könnt euch natürlich auch alles gleich zu Beginn zuschneiden und dann nur noch aufkleben. Aber ich habe überlegt, ob ich das Design so lasse, ob ich es noch mal ein bisschen ändere. Und deswegen habe ich hier wirklich Seite für Seite fertig gemacht. Das wollte ich da natürlich nicht mit rein haben. Dann.
Upsi. Das wollen wir nicht. Wir wollen schön, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Oh, hier haben wir mal ein Stück wirklich fast nur in Papaya gefunden. Das habe ich übrigens auch gemacht, als ich mich für dieses Designpapier entschieden habe, bin ich nochmal beigegangen, habe online geguckt, welche Farben denn alle da drin verwendet wurden in diesem Set und habe mich dann dafür entschieden, welche ich zum Stempeln nutze. In dem Fall hatten wir bei dem Papaya, Tannengrün, Aventurin, Bonbon, Rosa, Farngrün, Lodengrün, Magenta, Rot und Minzmakrone, die alle in diesem Set Designerpapiere verarbeitet wurden. So, unsere Karte sieht schon richtig gut aus, aber es fehlt noch was, nämlich die Mittelstücken. Hier brauchen wir jetzt vier Stück in 7,6 x 7,6 cm. Und dazu habe ich mir Buntweiß genommen. Na, dann mal eben so. 7,6 mal 7,6. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Jetzt ist es wichtig, dass ihr eure vier Stücken erstmal ganz lasst und sie bestempelt. Ich habe ja drei Stück in Papaya gemacht, weil das ein schöner heller Farbton von den ganzen Farben halt ist, wo man auch super gut nochmal drüber schreiben kann. Da habe ich wirklich einfach nur einmal diese große Blüte hier drauf abgedrückt. Ich liebe diese Aquarelleffekte, dieses Wasserfarbene, das ist wirklich so ganz meine Welt. So, mit Papaya sind wir in dem Fall auch schon durch. Der Farbton kann zu und ins Regal zurück. Dann brauchen wir Bonbon Rosa, brauchen zum Geburtstag. Also ich hätte es auch gerade hinsetzen können, aber ich fand das so ein bisschen schräg ganz lustig. Und brauchen beste Wünsche. Das habe ich dann in die andere Richtung schräg gesetzt. Und Bonbon Rosa kann auch weg. Und als letzten Farbton haben wir noch Farngrün. Da haben wir ein paar Blätterchen noch drauf. Die habe ich hier einfach zwischengesetzt, wie das gerade passt. Das sieht am Anfang auch, finde ich, sehr dunkel aus, wenn man diesen Farbton frisch stempelt. Der wird aber noch eine ganze Ecke hinterher wieder heller. So, der kann dann auch an die Seite. Ich nehme mir meist ein Tuch, wische die Arbeitsplatte zwischendurch einmal ein bisschen sauber, dass ich die Farbe nicht hinterher noch an der fertigen Karte habe. Die mache ich gleich sauber. Wichtig ist jetzt, dass wir schneiden müssen. Ich habe ja nur diese eine einzelne Karte, wo es wirklich auf die Richtung drauf ankommt. Bei den anderen, bei diesem Motiv ist das nicht ganz so wichtig. Das heißt, ich nehme mir jetzt mein Schneidebrett zur Hand und schneide als allererstes die hier. Wir haben ja 7,6 als Gesamtlänge, das heißt 3,8 ist die Hälfte. Und ich schneide sie mir jetzt alle einmal bei 3,8 cm durch. Wichtig ist nur, lasst die, die zusammengehören, auch wirklich nebeneinander zusammenliegen. Zack. Zack. Und zack. Wenn ihr euch nicht sicher seid, weil ihr vielleicht etwas mit einer bestimmten Richtung habt für die anderen Designs, dann macht das wirklich Schritt für Schritt. Macht eine Seite fertig, schneidet die,
Und mach dann die nächste, dass ihr immer jedes Mal nochmal genau guckt, wie rum muss ich das Ganze jetzt zerteilen, damit das richtig auf meine Karte passt. Ich mache jetzt gleich schon überall Kleber hin, wo ich auch wirklich hier bis halbwegs an die Kante und nehme jetzt meine beiden Stellen hier, die zum und Geburtstag. Ich gucke, dass ich mittig wirklich genau an der Kante bin. Nehme dann die zweite Hälfte und setze sie wirklich richtig schön passend hier einmal wieder an. So. Und so haben wir die Hauptseite fast fertig. Da fehlt gleich nur noch der letzte Schliff. Ihr seht, die zweite Seite hätte ich dann so rum machen müssen. Aber wie gesagt, bei meinem Motiv ist das nicht ganz so wichtig. Ich habe hier nur die Blüte quasi hier drauf gestempelt in Wasserfarben und die ist nicht ganz so wichtig, in welche Richtung ich sie draufklebe. So, nehmen wir hier auch gleich wieder Kleber drauf. Solltet halt nur gucken, dass ihr wirklich die zusammengehörigen auch zusammensetzt, weil ihr das ja entsprechend geschnitten habt und damit das auch schön passend aussieht. Ihr seht das hier, das passt beides perfekt, aber es ist nicht ganz gerade gefalzt hier. So, dann klappen wir wieder eine Seite um, machen die nächste. Und ihr habt die letzte. Ob ich bei diesen letzten drei Seiten jetzt hier noch Strasssteine oder so mache, entscheide ich, wenn ich meine Texte da drauf geschrieben habe, die ich dann hinterher irgendwann noch mache. Aber wenn ihr etwas mit Motiv habt, könnt ihr die natürlich auch richtig schön ausgestalten. So. Und schon seid ihr wieder vorne angekommen. Ihr habt alles soweit beklebt, sodass euch nur noch der letzte Schliff fehlt, nämlich die Strasssteine. Jetzt gucke ich gerade mal. Da nehme ich Perlen. Ich glaube, für die Karte nehme ich mal die Perlen. Für das ursprüngliche Design hatte ich die Strasssteine. Da kann man auch mal sehen, wie so der Unterschied davon wirkt. Manchmal nehme ich auch gerne mal die großen, die auch mal benutzt werden und wegkommen. Nicht immer nur die kleinen. Ich würde sagen, mir reicht das so ein Strassstein. Und schon habt ihr zwei wundervolle Endloskarten. Und ich hoffe, euch macht das genauso viel Spaß wie mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Und nun ganz viel Spaß beim Nachbasteln.